Diese Gleise führten in den Tod. Bis zu einer 250.000 Menschen aus Europa wurden hierher verfrachtet. Sobibor. Ein Ort von den Nazis eigens erbaut, um Juden massenhaft zu vernichten. Einer der wenigen, die das Grauen überlebt haben, ist Philipp Bialowitz. Der damals 13-Jährige musste auf Befehl der SS Neuankömmlingen helfen. 35.000 Juden aus Holland kamen in Zügen mit all ihren Habseligkeiten an. Ich half ihnen mit dem Gepäck, sie boten mir ein Trinkgeld an. Mein Herz blutete, denn ich kannte die Wahrheit. In einer halben Stunde würden sie zu Asche verbrannt werden. Als wir ihnen die Haare schnitten, baten mich die Mädchen, sie nicht zu kurz zu schneiden. Sie waren wenige Meter von den Gaskammern entfernt und sie hatten immer noch nicht gemerkt, dass das ihre letzte Station sein würde. Doch Erinnerung wird in Sobibor schwer gemacht. Die Nazis haben das Lager 1943 zerstört. Nur das Haus des Kommandanten ist geblieben. Heute wohnen hier polnische Familien. Gleich daneben ein Museum. Es verfällt. Für Besucher seit Monaten geschlossen. Wir dürfen hinein, ausnahmsweise. Und sehen die Dokumente, Fotos, Relikte, Zeugnisse der Shoah. Dariusz Pabosz will das ändern. Im Auftrag der polnischen Regierung arbeitet er seit Jahren an einer neuen Gedenkstätte. Die Planung des 3-Millionen-Euro-Projekts so gut wie fertig. Verschiedene Länder haben rund 2 Millionen Hilfe zugesichert. Nur Deutschland beteiligt sich bisher nicht. Dariusz Pabosz kann das nicht fassen. Also es ist mir wirklich schwer, eine richtige Erklärung dafür zu finden. Das ist nicht verständlich, meiner Meinung nach. Dabei ist das Projekt in Deutschland lange bekannt. Bereits im Januar 2012 hat sich der Bundestag auf Antrag der Linkspartei damit beschäftigt. Die Gedenkstätte Sobibor, eine relativ kleine Gedenkstätte, steht für den Zivilisationsbruch der industriellen Vernichtung von Millionen Frauen, Männern und Kindern. Diese Gedenkstätte muss erhalten, gepflegt und finanziert werden. Daran besteht kein Zweifel. Polen hat uns ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie nicht wollen, dass in diesem Fall Deutschland an diesem Projekt beteiligt ist. Rückblickend gibt der polnische Regierungsbeauftragte der Staatsministerin in diesem Punkt sogar recht. Das war Zeit, wo wir praktisch in der Anfangsphase waren, wo viele nicht genau wussten, was wir in Sobibor machen wollen. Ganz zu schweigen von einem konkreten Projekt von finanziellen Vorstellungen. Das war zu früh, offiziell die Bundesrepublik einzuladen. Doch mittlerweile sind 1,5 Jahre vergangen und der zentrale Gedenkplatz verfällt weiter. An diesem Ort stand einst das Krematorium, jetzt ist er übersät mit Unkraut. Und unfassbar mit den Knochenresten der ermordeten Männer, Frauen und Kinder, so die Museumsleitung. Wohl auch deshalb hat der polnische Kulturminister die Erneuerung der Gedenkstätte zur Chefsache erklärt. Mit diesem Projekt soll die furchtbare Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs neu aufgearbeitet werden. Und das wäre doch ein guter Zeitpunkt, dass sich der deutsche Staat einschaltet und das Projekt mitfinanziert. Bereits im Januar bittet der Minister in diesem Schreiben den deutschen Botschafter in Polen Fritsch um Hilfe, inhaltlich wie finanziell. Doch die zuständige Staatsministerin Cornelia Pieper erkennt vor einigen Wochen diese Bitte um Hilfe nicht. Man hat uns gesagt, dass man bis jetzt Projekte in Sobibor mit anderen Partnern vorbereitet, also mit den Ländern, die davon betroffen waren, die dort auch Inhaftierte hatten. Da war Deutschland nicht dabei. Hier irrt die Ministerin. Im Museum von Sobibor wird deutlich, es gab tausende deutsche Opfer. Darunter Kinder wie Uri, Herbert und David aus dem hessischen Michelstadt. Auch David Bialowitz kann das bezeugen.
Die Transporte kamen von Stuttgart und Karlsruhe. Sie kamen nach Sobibor und manche trugen ihre Orden aus dem Ersten Weltkrieg am Revers. Auch das hat ihnen nicht geholfen, zu überleben. Alle kamen in den Gaskammern um. Vor 70 Jahren entkam Philipp Bialowitz mit über 200 Häftlingen bei einer waghalsigen Flucht. Die Vorbereitung zum Jahrestag in Sobibor eher bescheiden. Doch in Berlin scheint in Sachen Gedenkstätte Bewegung zu kommen. Wir fragen nach beim Auswärtigen Amt. Es gibt die Bereitschaft der Bundesregierung, aber wir respektieren auch, dass die polnische Regierung das Gedenken in ihrem Land in eigener Verantwortung ausrichten und bestimmen will. Die Gedenkstätte von Sobibor. Wohlgemerkt, es geht um eine würdige Erinnerung an die Opfer des Holocaust.